Eins habe ich. Das Waldmaul wird das nicht einfach machen. Fokus hier etwas sehen? Noch ein Nest sein. Kluges Kerlchen. Ein weiteres Ei? Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Hab eins. Vielleicht kann mein Fokus dir helfen. Vielleicht gibt es auf der kleineren Insel ein Nest. Ha.
in Färber kann das gebrauchen. Das sind alle Eier. Jetzt brauche ich Vogelfleisch. Jetzt gibt es Ärger.
Ich habe alles für die Köchin in Salzbiss. Vielleicht wird mir ihr Rezept ja helfen. Stärke sei mit dir. Glaubst du, dass es hilft, Schleim aus... Ficata, pass auf. Es ist an der Zeit, das Tagesgericht zuzubereiten. Woher wusstest du, dass ich die Zutaten habe? Jede Köchin, die etwas auf sich hält, weiß über Leute und über Fleisch Bescheid. Ficata, Zeit, kreativ zu werden. Möge der Mut deines Magens dir Sieg in der Schlacht bringen. Wir sind hier, wann immer du mehr Delikatessen möchtest. Und deine nächste Mahlzeit geht aufs Haus. Nun, Hikata? Okay. Wenn die Nora das Tagesgericht möchte. Das Signal des Fußschreibers kommt aus dem Laden. Doch wenn der Schleim nicht krank macht. Es ist ein Jammern, dass Leuten den Magen verdirbt. Doch dieses Essen wird das gut machen. Bin ich auf alles vorbereitet. Noch mehr Dornrücken. Mal sehen, ob ich einen überbrücken kann. Laut Gaia sollte ich Poseidon hier finden. Aber die Ruinen hier sind der Witterung ausgesetzt. Aber viele sind auch im Sand begraben. Vielleicht liegt Poseidon unter der Erde. Wenn das stimmt, könnte ich einen Weg nach unten durch eine dieser Bauten finden. Die Luft ist dick vor Hitze.
behalte ich als Vorrat. Moment. Ben, ich muss mich erst um diese Leute kümmern. Entdeckt. Ich muss hier weg.
Genau da! Aus dem Gebäude fließt Wasser. Ist das Poseidons Werk? Ich schaue mir das an. Ausrüstung. Ich hatte sie fast. Ich war so nah dran. Oh, am Ertrinken vielleicht. Nicht an den Glimmern. Morland, es ist vorbei. Nein, nicht für mich. Dann wirst du sterben. Allein.
Denn wir bleiben nicht hier, um die Leiche herauszufischen. Wir sind fertig. So stand das Schicksal des Visionärs auf Messers Schneide. Würde er das Leben wählen oder dem tödlichen Wahn unterliegen? Hallo. Also, eine alte Stadt unterm Sand, aber überflutet. Plötzlich taucht eine Nora Speerjungfer auf. Ja, schon gut. Also, ihr seid schon mal keine normalen Stöberer. So viel steht fest. Jemand ist hier gewesen. Was ist das? Ich nenne es Tauchblase. Das ist Modell 1. Modell 2 war besser, ist aber stecken geblieben. Der Luftkanal blieb hängen. Du bist getaucht. Damit. Ja, ein Laie versteht wohl kaum was. Das ist ziemlich schlau. Oh, tut mir leid. Nur zur Erinnerung. Du warst eingeklemmt und wärst fast ertrunken. Es müsste natürlich tragbar sein. Ein Maschinenknie vielleicht? Man braucht einen Filter. Eine synthetische Membran reicht. Mit einem Schlauch zu einer Druckluftkapsel. Hammer und Zahn. Was ist das? Was passiert hier gerade? Komm hier rüber. Sie ist eine Fremde. Wie heißt du? Aloy. Marlott. Sie ist keine Fremde mehr. Verdammter Idiot. Na los, ich hab noch die Originalskizzen hier. Oh, warte, vorher habe ich ein paar Fragen. In Ordnung. Partner? Partner? Ignoriere es.